Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge One on One. Mein heutiger Gast hat mit 9 angefangen zu schwingen. Mit 17 hat er den ersten Kranz geholt. 2010 ist er wegen Rückenbeschwerden zurückgetreten. Vierfacher Eidgenoss ist er. 81 Kränze hängen bei ihm daheim. Und wahrscheinlich ganz viele Preise, die er in über 30 Jahren schwingen hat, zusammengesammelt. Herzlich willkommen am Brücker Roger. Guten Tag. Oder zu Bayern sagt man einfach Röschel. Genau. Der Brücker Röschel, 81 Kränze, wie viel Preise? Stabellen, Truhen, Uhren? Ganz Haufen. Zu unserer Zeit hat es halt hauptsächlich Settings gegeben. Es hat noch nicht so Preise gegeben wie heutzutage, ja. Geld. Und da ist auch so, kannst du mehrere Stuben füllen mit diesen Preisen. Hast du die alle gelagert oder ist das Zeug, das hier... Es ist alles in der Schwingerstube, wo, ja. wo wir zentral das meiste haben. Etwas ist noch so ein bisschen beim Grossi, etwas noch bei den Eltern so ein bisschen verteilt. Lebendpreise? Die sind alle wieder verkauft worden. Wo sie dort, und verspissen schon. Und gegessen. Und gegessen worden. Vier eidgenössische Kränze, dann ersten Berner Kantonalen 99, die mittelländischen zweimal, 2001, 2004 und dritten am Mundspunnen. Was würdest du sagen, was ist die grösste? Die wertvollste Erfolg. Ja, das ist vielleicht nicht mal ein Sieg. Nein, das war eigentlich der eidgenössische Kranz in Aarau, wo ich eigentlich am meisten Freude hatte, die beste Leistung hatte, das beste Gefühl an diesen zwei Tagen hatte. Und für mich persönlich war das eigentlich der schönste Erfolg, gewesen, dort den vierten eidgenössischen Kranz können zu machen in Aarau. Die bitterste Niederlage? Ja, hat es eigentlich keine gegeben. Also, Niederlagen gehören dazu beim Schwingen. Du musst immer zuerst lernen verlieren, bevor du es dann kannst gewinnen kannst. Und jeder Niederlage kann schon wieder etwas Gutes davon wegnehmen und wieder lernen für die Zukunft. In über 30 Jahren schwingen, zahlt man einen höheren Preis. Ja, das gesundheitlich und mit einem Umfeld, wo man unglaublich viel Geduld haben muss. Ihr seid einfach viel im Schwingkeller, viel in der Schwingfest, viel unterwegs. Ja, wir sind sehr viel unterwegs. Es braucht sicher am Anfang von den Eltern viel Unterstützung, und mit dem mit Schwingfest gehen, mit dem mit Training die einfach herfahren, oder? Genau, Schoffen spielen. Kleider wieder waschen, wieder zu machen. Sag mal aus dem Bett raus. Genau. Der Tömbler, den du dreimal fleissiger musst setzen. Das ist aber und nachher, auch später, sei es von den Kindern, sei es von der Frau, ein Lebenspartner, es ist wirklich es ist viel Zeit, die du investierst für den Sport, weil wir eben alle zusammen einfach auch noch arbeiten nebenbei, wo es nicht ein Profi- oder Halbprofi-Schwinger gibt. 2006 auf dem Brünig hat man von dir eine Schlagzeile gelesen. Um Gottes Willen, jetzt muss ich ausgerechnet auf dem Brünig sterben. Dafür hätte es doch schönere Orte gegeben. Du bist jetzt im zweiten Gang, sagen, wie ein nasser Herdöpfelsack. Bist du um? Ja, ich bin dann in die Garderobe zurück. Und dann ist mir dann schwarz vor den Augen geworden, hatte Kreislaufkollaps. Dank dem, dass eine gute Betreuerin war, dass mein Ashley mal, der mich nachher wieder zurückgeholt hat, ist es eigentlich noch glimpflich ausgegangen, schlussendlich, kann man so sagen. Aber dann war es schon nicht, nicht ein toller Moment. Das ist aufgrund von, wie heisst die Krankheit, Schlaf? Schlafapnoe ist dann nachher nach etwa 3 Monaten. Weil du Aussetzer hast mit Schnaufen im Schlaf? Genau, ich habe etwa 300 Aussetzer in der Nacht. Wie viel? 300, der längst bis zu einer Minute. Nein. Und das hat dazu geführt, dass natürlich mein Körper sich im Schlafen nicht mehr erholen konnte. Ich habe heute auch so eine Maske, wenn ich schlafe. Also ich sehe aus einem Kampfjet-Pilot nachts. Wie der Maverick. Ja, genau. Aber das hilft mir seitdem. Ich nehme die anderen Orte her mit, wo ich gehe. Schlafe viel besser mit dem Gerät. Und so ist jetzt eigentlich also seitdem wieder. Keine Beschwerden mehr. Bis auf die Rückenprobleme, die zum Rücktritt gezwungen. Dann steigt man ins normale Arbeitsgeschäft, in die Arbeitswelt. Du bist bei einem grossen Sportartikelhändler tätig. Was machst du dort? Ich bin zuständig für die Logistik, für den eigenen Geschäftsfuhrpark. Es ist noch Projekte. Mit unserem Mutterhaus und dem Deichmann-Konzern. Mhm. Das ist wirklich eine interessante Firma. Es ist als familiengeführtes Unternehmen noch. Das macht es natürlich auch noch interessant. Es ist wirklich ein familiäres Verhältnis, trotz der Grösse, die wir heutzutage haben. Und ja, das ist nachher dann wirklich der Einstieg in die Arbeitswelt. Ohne Training, ohne Schwingen am Sonntag. Und am Anfang nicht ganz so einfach. Ja, das denke ich mir. Du bist einer, der immer wieder neue Wege ist gegangen. Du bist mit einem Stucki nach Japan gegangen, hast dich als Sumo-Ringer versucht und dann wahrscheinlich viel Angst eingeflößt. Du hast Filme gemacht, Hosenlupf mit dem Beat Schlatter zum Beispiel. Und jetzt hast du ein Buch rausgegeben, weder kurz noch letzt. Also bist du immer einer gewesen, der auch ein bisschen über den Sag mal Rand hat rausgeschaut. Ja, ich habe es probiert, aber jetzt ein Buch
ist eigentlich wirklich ein bisschen entstanden aus, ja, so aus Jux. Wir waren so in einer Sportblauschwoche und dort haben wir am Abend sind wir da in einer gemütlichen Runde gewesen, und dann hat jemand gesagt, ja, du könntest ja noch ein Buch rausgeben. Und dann hat er zu Jux gesagt, ja, ja, das könnte man eigentlich auch noch, das ist klar. Ja, und 14 Tage später, nach dieser Ferienwoche, haben wir dann rumgeschaut, ob wir einen Journalist finden, der das schreiben will. Und ich dann auch mit dem Mick Gurtner jemanden gefunden, der das perfekt umgesetzt hat, wie ich es nicht besser hätte können. Was steht drin? Ist vor allem der Blick in die Kulissen des Schwingsports? Ist es der Blick ins Innere von Roger Brügger? Ja, es ist ein bisschen beides. Man sieht hinter die Kulissen von einem Schwinger, man sieht den Aufwand, was es heisst, eben arbeiten, trainieren, wieder schwingen. Aber man sieht auch sicher hinter meine Kulissen. Ich habe das Gefühl, ich lasse den Leser relativ nachher. Mhm. Meine Persönlichkeit, es stehen schöne Sachen drin, auch weniger schöne Sachen drin, die jeder in seinem Leben eigentlich erlebt. Aber ich glaube, es gibt wirklich... Aber die weniger schönen selten einem erzählt. Genau. Also jetzt im Schwingsport kommt man gar keinen Sinn, wo man wüsste, abgesehen von Verletzungen, dass er schwierige Zeiten hat. Ja, aber es gehört auch bei uns Schwingen genau gleich dazu wie bei jedem anderen Menschen auch. Das ist einfach der Lauf vom Leben. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass eben die Leute auch sehen, dass die Schwinger ganz normale Leute sind. Meistens ein bisschen grösser und ein bisschen kräftiger bauen. Aber der Rest ist genau gleich wie bei jedem anderen auch. Ich habe mal gelesen, dass die Geschichte zu lieben gäbe, für einen Bösen zu sein. Ist das so? Ja, jetzt darf ich es sagen, jetzt, als ich mich aktiv schwinge. Aber es war definitiv ein Problem von mir, dass ich wirklich manchmal ja, fast ein bisschen bedauert hatte oder einfach fast ein bisschen zu fest vorsichtig war zu den Gegnern. Mit den Gegnern? Ja, einfach wenn du als Klein immer alle sagen, du musst aufpassen, wenn du grösser bist, und so gehen zu den Kleineren, dann prägt dich also das halt einfach. Tust, ja. Und das ist, der Grösser ist in der Regel lieber als der Kleiner, der sich vielleicht muss lernen, durchsetzen und nicht die Postur hat und ihm die vielleicht schon ein bisschen hilft, gewisses Respekt einzuflößen. Der Mick Gurtner, das Buch hat geschrieben, kann ich mir vorstellen, da hockt man tagelang, stundenlang hockt man zusammen und tut ja eigentlich eine Karriere Revue passieren, wie man es sonst auch nicht unbedingt macht. Wie intensiv ist so eine Zeit, wo man dem Autor alles erzählt? Ja, sehr intensiv. Ich glaube, jetzt im Nachhinein, das ist über ein Jahr gegangen. Ich habe das nicht gewusst, dass der Aufwand so gross ist. Also du meinst so, zwei Bier in zwei, drei Mal zusammenhocken und dann mal etwas erzählen. Aber wir sind wirklich wöchentlich zusammengehockt. Manchmal einmal, manchmal zweimal pro Woche. Am Anfang mit den Eltern auch noch, weil ich wirklich da so Kindeszeit habe ich nicht alles genau mehr gewusst. Da haben sie immer noch geholfen. Fotoalbum natürlich auch noch von den Eltern. Und nachher sind wir wirklich Woche für Woche zusammengehockt. Die haben ihm erzählt. Und er hat einfach so ein unheimliches Talent, dass er das genau in diesen Worten, wie ich es gerne hatte, hat können auf Papier bringen. Weder kurz noch letzt. Was ist letzt gelaufen in der Karriere, wo dir vielleicht bei so einer Sache in den Sinn kommt? Bist du an einem so Punkt beim Erzählen und hast gedacht, Heiland, zack, der hat etwas anderes gemacht? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hätte das, glaube ich, so müssen kommen, wie es jetzt war. Klar, es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Und viel kommt ja auch plötzlich in Sinn und erzählen, die nicht mehr so präsent waren. Ja, es ist wirklich so. Es gibt viele Sachen, die erst dann wieder in den Sinn kommen. Wo vielleicht dort, was mir am meisten aufgefallen ist, man hat fast zu wenig Zeit, für das überhaupt alles zu genießen, auch die schönen Erfolge. Mhm. Es geht immer wieder weiter. Du bist ja irgendwie immer gefordert, wieder besser zu werden oder zu verändern. Der Sport hast eigentlich keine grosse Zeit, irgendwann ist etwas zu genießen. Gut, wenn es nicht gut läuft, bist du froh, dass es Sonde für Sonde weitergeht. Genau, oder? Das ist es so. Du bist froh, dass du wirklich den schlechten Schwingfest kannst vergessen. Wenn du Verletzungen hast, bist du froh, wenn du wieder neu aufbauen kannst, wieder anfangen. Aber so ist eigentlich im Nachhinein, für mich stimmt das, und ist eigentlich gut, so wie es ist. Gibt es Sachen, die du mit Gurtner nicht hast erzählt? Gibt es noch die grossen Geheimnisse von dem zweiten Buch? Ja, es gibt sicher schon noch zwei oder das andere Geheimnis, wo da nicht drin steht, aber ich glaube, es steht relativ viel in diesem Buch. Und ich glaube, es ist interessant geschrieben, auch für jemanden, der vor allem jetzt mit Schwingen vielleicht nichts am Hut hat, aber mal Interesse hat, ein bisschen dahinter zu schauen, hinter die Kulissen. Es liest sich sehr gut, ich habe das Gefühl, es ist schnell lesend und einfach. Und gleich hat es so ein bisschen... Es tut ein bisschen rückblickend und dann geht es wieder ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts. Es ist interessant zum Lesen. Man muss auch selber ein bisschen mitdenken beim Lesen. Ich glaube, es macht das Ganze noch spannend. Jung Roger mit Bart. Ja, so genau. Darf ich, seit ich meine drei Kinder gelesen habe, ist der Bart auf jeden Fall definitiv alt. Darf ich nie mehr tragen. Also das
liest man sehr gerne. Wir werden das sicher auch lesen. Du hast uns noch Bücher mitgebracht, die wir, glaube ich, dürfen verlosen, die du noch signieren willst. Wir können dich natürlich nicht aus dem Studio lassen, Roger. Wenn wir auf das Eidgenössische schauen, das kribbelt sicher an dir, da wirst sicher auch du gefragt sein als Experte. Kommt man um das bärenstarke, sackstarke Berner Team herum? Wenn man König werden will? Nein, wenn man König werden will, sicher nicht. Das ist jetzt auch noch ein bisschen Verletzungshex unterwegs. So Stucki, Schambeinentzündung, genau. Sembach. Ja, Siegenthaler Matt tut es auch noch. Muskel, Siegenthaler Rüppi-Verletzung. Aber ich glaube, die kommen alle von August wieder her. Und die kommt man nicht um das Berner Team herum. Klarner, Gnägi. Ja, die sind beide sehr stark. Andere Ecke schon noch. Wir haben wirklich 10, die wirklich top sind. Ein Käserdemo, der jetzt ein junger Wilde ist, der wirklich am Drücken ist. Wo keine Angst hat vor keinem Gärtner in der Schweiz im Moment. Und das macht es sicher interessant. Aber auch die anderen schlafen natürlich nicht. Die anderen. Wer sind die Bösesten von den anderen? Ein Bösch? Ja, Bösch sicher. Oder eben der Sammy Giger, wo mir ganz einen guten Eindruck macht. Der schon sehr klasse unterwegs ist und super Schwung macht, super Standschwünge, schönen Kurz hat. Es gibt sicher auch ein interessantes Eidgenössisches in Estavayer. Warum ist noch nie ein über 30-jähriger König geworden? Das ist eine gute Frage. Das ist, das ist einfach für den blutigen Zufall? Ja, sicher. Die zweitägigen Schwingfeste, je älter du wirst, je anstrengender ist das sicher. Wenn man am Sonntagmorgen spürst. Wobei wir schon sagen, 30 ist ja kein Alter. Ist kein Alter eigentlich, aber gleich spürst du auch die Zeit oder die anderen, wenn du so lange geschwungen hast. Aber ich glaube, dieses Jahr hat man sicher Potenzial mit einem Sembach, mit einem Stucki. Stucki, dass man das kann ändern. Der überragende Schwinger war in der letzten Saison. Klar, Sembach war verletzt. Sembach hat, glaube ich, anfangs die Saison gesagt, wenn der Stucki so schwingt, vor seiner Verletzung, ist er unschlagbar. Also wenn er so schwingt wie letztes Jahr, so konsequent die Schwünge so super macht, dann wird es schwierig sein, in Estavayer ihn zu besiegen. Das ist ja so. Er ist kraftmässig, ist er jedem weit überlegen. Er ist auch technisch sehr gut. Also, wenn man das manchmal nicht so sieht, dann macht die Schwinge nämlich sehr gut. Er ist nämlich auch nicht einseitig. Er hat einen Haufen gute Schwünge. Vor allem kann er links und rechts auch gut schwingen. Und das könnte man schon auszeichnen, am Eidgenössischen Estavayer. Von wie viel? 36 Schwünge, die es gibt? Wie viele muss man beherrschen, wenn man König werden will? Sind das 20? Sind das 5 bis 6? Nein, das sind 5 bis 6. Von denen das erscheint als unglaublich wenig von 36. Das ist so, aber auch von diesen 5 bis 6 macht man regelmässig 2 bis 3 immer nur. Also als Gegner weiss ja, welches du machst. Okay, gleich drauf hin. Das ist aber auch die Schwierigkeit. Je älter du wirst, in jungen, wilden Jahren, da gehst du drauf los, da kennen sie dich auch noch weniger. Je älter du wirst, musst du eigentlich dein Repertoire wieder ein bisschen ändern, ein bisschen anders schwingen, damit du eben wieder ein bisschen kannst überraschen kannst. Vielleicht auch etwas am Boden dazu lernen. Dass du eben dann gleich noch einen kannst, schnell eben genau, vielleicht der Kurz oder der Gamm oder so, verwehrt. Dass du das wieder kannst. Wir freuen uns unglaublich auf Estavayer, freuen uns natürlich auch auf das Buch, dass wir das lesen. Der Roger Brücker zusammen mit dem Mick Gurtner, weder kurz noch letzt. Da sind wir gespannt drauf. Welche Einblicke, dass man vom Brücker Roger, vom Bär, wo das lieb soll sein, gewesen sein, dass er ein Böse war, was man da alles erfährt von deiner Seite. Merci vielmals für den Besuch, merci vielmals für die Bücher, die du uns mitgebracht hast und alles Gute. Und ich denke, rund um Estavayer herum wird man die in den Medien wieder warten. Wann kommt der nächste Film? Ja, gerade im Moment ist es geplant, dann sind wir das mal verdauen. Töffli-Projekt hat überall das ist auch gut nicht, dass wir zu anstrengend. Also, Roger, merci vielmals. Bist bei uns gewesen. Das Buch könnt ihr, wie gesagt, bei uns gewinnen. Mehr davon signiert vom Roger Brücker, wenn ihr kurz noch letzt ab sofort im Fachhandel. Merci für zuzuschauen. Das war das One-on-One gewesen für heute. Gute Zeit. Bis gleich. Ciao. One-on-One.